Jahre und sollte man auch. Ja, aber, ja, Frau Hinz, eigentlich wollte ich heute hier hoch mit der Seilbahn kommen, aber ich bin dann doch mit dem Auto hochgekommen. Nationalparkfest 2 Jahre nach der Erweiterung, nach der offiziellen. Wir haben da auf der Kanzel gestanden, wunderbaren Blick, schon wieder ein großer Tag. Ne? Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute die Nationalparkerweiterung so richtig offiziell machen konnte mit Festgästen. Und wir haben draußen ein Fest dazu auf dem Innenhof des Schlossparkes vom Schloss Waldeck. 2000 Hektar mehr Naturschutz, wo die Natur Natur sein kann, wo sich Wildnis entwickeln kann, das ist schon ein wunderbares Ereignis. Also ich sage mal, in Ihrer Amtszeit, Sie haben ja auch das 10-Jährige mitgemacht, ne? Aber haben auch vorher die Widerstände zu spüren bekommen gegen den Nationalpark in der Region heute. Die Region ist glücklich mit dem Nationalpark und in Zeiten des Klimaschutzes sind ja diese unberührten Wälder oder wenig berührten Wälder eigentlich wichtiger denn je. Ja, erstens ist der Widerstand tatsächlich nicht mehr vorhanden gewesen. Wir haben das völlig in Einklang mit der Region entwickeln können, hier das Erweiterungsgebiet. Die Menschen hier, die haben ihren Nationalpark schätzen gelernt über die vergangene Zeit. Es ist ein Naturerholungsgebiet, es ist ein Naturschutzgebiet und es ist ein Tourismusmagnet. Und das alles wirkt in die Region hinein. Und natürlich ist es so, dass jenseits des Naturschutzes auch der Klimaschutz eine wichtige Rolle spielt, weil da, wo Wälder, geschlossene Wälder sind, wo schattenspendende Bäume stehen, dann können auch widrige Einflüsse weniger dort Eingriffe starten in diese geschlossenen Waldgebiete. Und von daher ist es wichtig, dass wir solche auch erhalten. Ja, ein bisschen was fehlt natürlich noch rundherum. Der Naturpark macht es vor. Die arbeiten sehr eng zusammen mit dem Nationalpark, muss man sagen. Aber die haben jetzt Trekkingplätze an markanten Punkten eingerichtet, weil gerade nach Corona oder in Corona natürlich die Leute gerne in die Natur gehen und dann auch mal gerne dort übernachten. Was rund um den Nationalpark so ein bisschen fehlt, ist natürlich Infrastruktur und Gastronomie. Ne? Ich sag mal 2-3 Stunden Wanderung, man ist hungrig, durstig und man findet nicht immer was. Also hier ist die Kommunalpolitik gefordert, den Menschen Avancen zu machen, ein bisschen mehr zu unternehmen auf den Bauernhöfen, regionale Vermarktung, eine Wasserstation, wie auch immer. Ja, der Kreis und die Kommunen arbeiten hier schon eng zusammen. Es ist einfach wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger, die hier nicht nur wohnen und deswegen einen Spaziergang oder eine Wanderung machen, sondern solche, die wirklich auch als Reisende kommen, als Touristinnen und Touristen kommen, dass die Möglichkeit haben, was Ordentliches zu essen am Ende einer Tour oder zwischendrin auch Einkehr zu halten. Und darauf muss die Region sich einstellen, wenn sie auch die Wertschöpfung hier in der Region dann entsprechend haben will. Der Nationalpark ist ein Naturschutzmagnet, aber er ist auch ein Magnet für ländlichen Tourismus. Und dann muss die Infrastruktur entsprechend ausgebaut werden. Ich bin mir aber sicher, dass die Region dieses auch weiß und dass sie entsprechende Anstrengungen unternimmt. Also der Nationalpark Kellerwald-Edersee ist Hessens größter Nationalpark, ist aber auch unser einziger. Was ich damit sagen will, die Fläche, wo man erweitern kann, ob Nationalpark oder Naturschutzgebiete, ist natürlich auch durch die unterschiedlichen Gegebenheiten in Hessen. Wir haben die Ballungsgebiete im Süden, alles was so hinter Gießen ist, und im Norden haben wir schon viel Wald und viel Naturschutz, ist irgendwann begrenzt, ne? Ja, das ist richtig. Es ist durchaus begrenzt. Deswegen sind wir froh, dass wir hier mit der Erweiterungsfläche insgesamt die Naturschutzfläche für Hessen vergrößern konnten. Aber wir haben durchaus auch weitere Wildnisgebiete in den Staatswäldern ausgewiesen und alle über 100 Hektar werden wir auch als Naturschutzgebiete ausweisen, damit sie dauerhaft gesichert sind.
Das haben wir uns vorgenommen. Das ist auch schon in Angriff genommen worden. Von daher wird es auch in Hessen noch mehr Naturschutzgebiete geben. Und ich hoffe ja, dass wir im Hintertaunus auch durch ein Naturschutzgroßprojekt, was dort in der Entwicklung ist, dass wir darüber auch ein dauerhaftes Naturschutzgebiet am Ende in Hessen generieren werden. Das heißt, auch im Raum Rhein-Main-Gebiet sind immer noch Anstrengungen von Akteuren, von Bürgerinnen und Bürgern und auch Entscheidern da, solche Flächen für den Naturschutz dauerhaft zu sichern. Denn wir wissen, wir werden ohne biologische Vielfalt, ohne diese zu sichern und ohne diese zu mehren, auf Dauer nicht überleben können. Das ist die zweite große Herausforderung neben dem Klimaschutz. Ohne Biodiversität haben wir kein gesundes Wasser, keine gute Luft, keinen fruchtbaren Boden. Das heißt, wir sind auf die Natur angewiesen. Frau Ministerin, vielen Dank. Viel Spaß gleich bei der Wanderung in Ihrem Erweiterungsgebiet letztendlich. Ich hoffe, die Wege, die die Nationalparkverwaltung ausgesucht hat, sind nicht die steilsten Itterhänge, sondern die gangbaren. Vielen Dank. Ja, ich freue mich auf die Wanderung und wir werden viel Spaß haben, bin ich mir sicher. Herr Schweiger, Ich würde mich schon noch als neu bezeichnen. Ja, ich hatte es eben so flapsig gesagt, Hessens größter Nationalpark, auch der einzige, ist natürlich auch eine besondere Verantwortung, ne? Ja, das ist so. Ja, und jetzt gerade mit der Erweiterung, die natürlich ein großes Geschenk ist für mich hier, ein Willkommensgeschenk quasi, das ich übernehmen darf, aber damit wächst natürlich auch noch zusätzlich die Verantwortung, weil das sind ganz alte Wälder, fast Urwälder kann man sagen. Darüber streiten sich die Experten, sind es echte Urwälder oder sind es welche, die nur sehr nah dran kommen. Aber es ist auf jeden Fall das Urigste, was wir mitunter in Deutschland haben. Und dafür verantwortlich zu sein, das ist eine große Verantwortung, aber die nehme ich auch sehr gerne an und habe ein tolles Team im Nationalparkamt. Also da ist eine schöne Aufgabe und jetzt sind wir dran, eben diese Erweiterungsflächen zu entwickeln und dann auch eben für die Besucher zugänglich machen. Sie haben die steilen Wege genannt. Wir müssen dann ganz genau überlegen, welche Wege erhalten wir, welche machen wir so, schildern wir besser aus, sodass sie für die Regionalentwicklung hier auch wirklich als Wertschöpfung wahrgenommen werden kann. Ja. Jetzt ist im Nationalpark, habe ich schon ein paar Mal bemängelt, tue ich jetzt auch wieder, es ist wunderbar wandern, aber wenn es regnet, kann man sich nirgendwo unterstellen. Das ist selbst an den Hauptwegen nicht gewünscht. Ich sage immer, macht ein Dach, eine Infotafel, da können die Leute sich auch mal drunter stellen. Der Nationalpark Eifel macht das auch ein bisschen anders. Der hat, nachdem man festgestellt hat, dass die Leute wild zelten, ausgewiesene Plätze in den Baumkronen zum Beispiel mit Rangern so eine Nacht zu verbringen und da auch die Nachtnatur näher zu bringen. Ich sag mal, die Eulen, die waren jetzt hier, die sah immer so aus, als würde sie gleich angreifen, die hinter uns ist, die Eule. Wäre das auch eine Möglichkeit, es geht nicht um die Kernzonen, bevor Frau Hinz wieder zuckt, wäre das auch eine Möglichkeit in den Randbereichen des Nationalparks, dass man zum Beispiel Nachtwanderungen macht oder auch mal eine Nacht mit dem Ranger verbringt, im Wildpark macht man es ja bereits, um dieses Verständnis für die Natur, auch das Nachtleben, denn das ist ja ungeheuer vielfältig im Wald, näher zu bringen. Also wir machen das auch schon. Also wir gehen mit Gruppen, mit unseren Rangern auch nachts in das Schutzgebiet rein und übernachten dort auch in Einzelfällen mit bestimmten Gruppen, eben wo wir es für wichtig halten, dass eben genau das, was Sie gerade beschrieben haben, dass dieses besondere Erlebnis auch mal stattfinden kann bei uns im Nationalpark. Ansonsten muss man aber bedenken, wir sind, auch wenn es der größte Nationalpark Hessen ist, es ist nach wie vor ein vergleichbar kleiner Nationalpark, ja. Trotz der Erweiterung. Ja, gehören wir zu den eher kleinen Nationalparken. Und wir haben noch eine ganz große Besonderheit, wir sind einer der ganz wenigen, die wirklich zumindest im alten Bereich, also im südlichen Teil, ohne Zerschneidung sind. Ja. Und diese wirklich Besonderheit, diese Ruhe, die wir dort in diesem Schutzgebiet haben, für alle Waldbewohner, das ist eben etwas, was eben auch ein Nationalpark Eifel zum Beispiel nicht hat. Ja. Ja. Und da haben wir eine ganz große Verantwortung, diese Ruhe eben auch zu erhalten. Und wir haben ja den glücklichen Umstand, dass wir eingebettet sind vom Naturpark, eben Sie haben es ja selber erwähnt, und wir dort genau solche Angebote schaffen können in Kooperation, in der sehr guten Kooperation mit dem Naturpark zusammen, sodass wir nicht unbedingt in den Nationalpark rein müssen. Ja. Und solange wir etwas nicht müssen im Nationalpark, versuchen wir es auch zu vermeiden und die Angebote lieber außerhalb zu schaffen. Ja.
Im Festakt heute wurde die Wildkatze erwähnt. Wir sind neben dem Reinhardswald, muss man sagen, einer der wenigen Gebiete, wo es ein etwas größeres Vorkommen gibt. In Altenlotheim, wo ich herkomme, laufen also die Blendlinge durch die Gegend. An der Straße zwischen Altenlotheim und Frankenau sieht man im Sommer oft die Katze auf der Wiese liegen. Die ist wirklich so, die geht über die Straße und liegt da, Mausen oder Gott weiß was, und eindeutig mit dem buschigen Schwanz, also zu erkennen. Die Frage ist, was bekommen wir noch hierher? Die Bevölkerung hat ja im Moment einen Riesenhype mit dem Wolf. Der Wolf wäre im Nationalpark natürlich ein sehr willkommenes Tier. Da braucht man die Rehe nicht zu schießen, er frisst sie. Ja, so viel ist ein Wolf auch wieder nicht. Aber vielleicht zuerst noch mal zur Wildkatze. Ne? Das ist natürlich eins der ganz schönen Erfolgsprojekte dieses Nationalparks. Ist ja auch übrigens deutschlandweit das längste Monitoring, was hier gefahren wird mit der Wildkatze. Also man kennt hier die Entwicklung der Wildkatze sehr gut und hat hier wirklich mit 0 und 1 Exemplar angefangen. Und inzwischen haben wir 30 bis 40 Individuen jedes Jahr in unserem Schutzgebiet. Und das natürlich zeigt, wie gut das funktioniert und eben nicht nur im Nationalpark, sondern das Schutzgebiet soll ja an der Grenze auch nicht aufhören, sondern eben, Sie haben es erwähnt, in den Hohen Keller breitet sich die Katze aus. Und ich habe mit vielen Forstkollegen dort schon gesprochen, die da auch ganz begeistert Strukturen anlegen für die Wildkatze. Also genau so, das sind ja die Erfolge, die wir haben wollen im Artenschutz, und das ist hier wirklich sehr schön. Ansonsten... Wir werden hier keine Tiere aktiv ausbringen. Ja? Die Tiere, die kommen. Und, das ist eine Frage, sagen wir, nicht, ob der Wolf kommt, sondern wann er kommt. Genau, das ist eine Frage der Zeit. Das, davon kann man ausgehen zumindest. Es ist eher erstaunlich, dass er hier so lange das Gebiet bisher gemieden hat. Das wissen wir nicht. Ja, er zieht immer mal wieder durch. Das wissen wir schon, dass das er durchzieht. Wir, aber genau. Wir wissen, dass er sich bisher noch nicht, zumindest kein Paar sich niedergelassen hat. Und ich sag mal, im Nationalpark selber wird er keinen Schaden anrichten. Das haben Sie recht richtig gesagt. Ansonsten mit der Region im Umland muss man eben das sehr gut vorbereiten, muss man sich darauf vorbereiten, dass der Wolf kommt. Ist nicht primär in der Verantwortung des Nationalparks. Wie gesagt, wir haben hier weniger Probleme mit dem Wolf, wenn er denn da ist, weil, wie gesagt, er nimmt uns im Zweifel eher ein bisschen Arbeit ab. Ja. So kann man das schon sehen. Ganz wird das nicht passieren, wenn man bedenkt, was für ein Territorium ein Wolf hat. So viel kann der gar nicht essen, aber... Aber es wird sich auf jeden Fall einiges ändern, auch für uns im Management, wenn er da ist. Aber da können wir relativ gelassen sein. Für die Umgebung ist es natürlich wie überall in Hessen und in Deutschland eine Herausforderung. Ja. Der Luchs ist immer mal wieder da oder noch da. Jetzt leider nicht mehr, lange nicht mehr gehört, gesehen von ihm. Lange nicht mehr gehört, aber auch da ist eine Frage, wann zum Beispiel aus dem Kaufunger Wald wieder einer einwandert oder so. Ja. Man darf ja nicht, gut, das ist das Problem, Frau Ministerin, Hessen ist ein kleines Bundesland, und wenn man, wir jammern immer, wir haben nicht genug Infrastruktur, aber für die Wanderung von Tieren, von Wölfen, von Luchsen, aber auch von Rothirschen fehlt der genetische Austausch einmal gewollt, weil es diese rotwildfreien Gebiete gibt, auf der anderen Seite natürlich Bahn, Straße. Und jetzt hat der Nationalpark ja auch noch eine Straße mittendurch, die Landstraße nach Vöhl. Weil die geht auch mittendurch, da ist das schon die Chance groß, dass das eine oder andere Stück dann an der Leitplanke hängt. Ja gut, die Straße ist ja nicht gebaut worden, weil der Nationalpark erweitert wurde, sondern der war vorher schon da. Und es ist natürlich im Zweifelsfall besser, man hat dort eine Nationalparkverwaltung, die genau solche Konflikte entschärfen kann. Aber ansonsten leben wir in einem der dicht besiedelsten Länder, oder ich glaube sogar das dicht besiedelste Land der Welt in Deutschland. Und mit diesen Konflikten müssen wir immer umgehen. Es ist ja auch so, im internationalen Vergleich sind unsere Nationalparke auch sehr klein. Ja, das ist auch wieder das. Deswegen hat man mehr solcher Randeffekte, mehr solcher Konflikte. Das ist unsere Aufgabe als Nationalparkverwaltung hier, diese Schäden, die beide Seiten dadurch erleiden können, möglichst zu minimieren. Aber dafür sind wir da. Ja. Eins noch, bevor ich Sie dann in die Wanderung entlasse. Es ist angesprochen worden, auch in Ihrer Rede, wir gucken immer, wo ist der Hirsch, wo ist das Reh, wo ist die Wildsau, wo ist der Fuchs, der Dachs. Was wir hier im Nationalpark haben, gerade auch durch den hohen Totholzanteil oder kleine, versteckte, immer noch feuchte Täler, eine enorme Vielfalt an Klein- und Kleinstlebewesen. Und die sind eigentlich etwas, auch Pilze und Moose, die ganz wichtig für den Wald sind, die sieht man gar nicht so.
Aber das macht natürlich auch unser Nationalpark hier gerade im Mittelgebirge aus. Ja, absolut. Was ich immer gerne als Beispiel heranziehe, sind diese sogenannten Urwaldreliktarten. Die bestehen ja zum größten Teil aus Käfern, die uns zeigen, wo haben wir besonders alte Wälder und wo hat es die immer gegeben. Also wo ist dieser Waldlinie nie unterbrochen worden. Also das heißt, man hat ja überall mal Ackerbau, hat ja stattgefunden oder zumindest Waldweiden. Aber dank dieser Käfer können wir nachweisen, hier war immer ein uriger Wald und von diesen Käfern haben wir 30 Stück plus noch eine Urwaldwanze und einen Urwald-Pseudoskorpion. Und damit insgesamt 32 Urwaldreliktarten, das macht uns kein anderer Nationalpark in ganz Deutschland nach. Also das sind wir absolute Spitze. Und es zeigt eben die Wertigkeit der Wälder, für die wir hier verantwortlich sind. Wir haben, weil Sie gerade sagten, wir haben die Driescher, die zum Teil händisch wieder als Driescher gepflegt werden, damit sie Driescher bleiben, alte Kulturlandschaft. Und wenn man Fahrendriesch Richtung Querns geht, haben wir eine uralte Apfelbaumwiese. Streuobstwiesen sind ein unheimlich wertvolles Biotop, alte Kulturwiesen. Warum bringt man die nicht wieder ein bisschen in Ordnung, dass die Höhlenbrüter wie die Kauze, die Spechte und so weiter in dieser, Sie wissen, welche Wiese ich meine, dass da zumindest wieder ein bisschen ausgeästet wird und es ein Biotop wird, weil es ist ein altes Kulturgut. Ja. Also wenn Sie die Frage zu ganz Hessen stellen, muss ich sie an die Ministerin weiterreichen. Nein, aber speziell für den Nationalpark ist es tatsächlich so, dass wir ja im Nationalpark wirklich möglichst Natur sein lassen wollen. Also das heißt, das ist unsere primäre Aufgabe. Ja. Und eben wir Höhlenlebensräume ganz woanders schaffen. Ja, also da nicht wir es schaffen, sondern die Natur selber eben schafft. Und das ist ja gerade das Geheimnis dieser natürlichen Dynamik, die wir da zulassen, dass man eben als Mensch sich mal zurücklegen kann und auch muss und schauen, was macht denn die Natur und welche Prozesse finden dann statt. Und an Höhlen mangelt es wirklich nicht in unserem Nationalpark. Da haben wir einen sehr hohen Totholzanteil und eine prachtvolle Spechtflora, Fauna und alles eben, was daran hängt, weil es gibt ja Nachmieter, das sind ja Bilche, die dann in die Höhlen einziehen, das sind die Hohltaube, das sind dann eben und dann irgendwann auch eben diese Urwaldreliktarten, die dann eben diese Höhlen nutzen und davon haben wir ja nachweislich sehr viele. Mir ging es eigentlich dann auch um die Blüte und die Insekten und die Bäume so verkreist, wie die sind, blühen die nicht mehr. Wenn ich was zu ganz Hessen sagen kann, was Streuobstwiesen angeht, ich werde Anfang Juni die Streuobstwiesenstrategie für Hessen vorstellen. Bestimmt wieder in Wiesbaden, ne, wo ich nicht hinkomme. Ich kann gerne, wenn ich das nächste Mal dann hier oben bin, erklären, was es auch für Nordhessen Tolles gibt aus der Streuobstwiesenstrategie. Ja, viel Glück jetzt mit dem großen Nationalpark und dem Fest und vielen Dank. Gerne. Wir danken auch.